Ja, es ist sicher wahnsinnig cool. Also, es ist wirklich überwältigend und mega schön, ja, dass es jetzt aufgegangen ist. Ich war sehr nervös im Start und hatte am Anfang recht Mühe, auf die Karte zu kommen. Ich habe noch einen größeren Fehler zum dritten Posten gemacht, habe mich aber nachher wirklich zusammennehmen. Und ab dort war es wirklich ein perfektes Rennen. Und von dem her, ja, ich bin völlig zufrieden. Ja, ich denke, die Beine sind gelaufen, so schnell wie sie können. Das hat man gesehen. Ich meine, mit trotzdem Fehler bin ich eben, hat es jetzt gelenkt, der Europameistertitel. Und das ist ja, unbeschreiblich cool und die Beine haben da viel gemacht, dass es gelenkt hat. Ja, eben, es ist das Stabile ist bei mir ja immer wieder ein grosses Thema. Ich denke, ich bin auf einem guten Weg und ich weiss, dass ein neues Rennen am nächsten Tag ansteht und durch das wirklich einfach nochmal alles neu ist. Also die Karten werden neu gemischt und am Start habe ich das. Ich habe geschafft für die EM und ich weiss, dass ich einen Rucksack voll habe. Und, ja, von dem her, auch das nächste Rennen wird wieder ein neuer Wettkampf sein. Und das ist das, was vielleicht auch meine Stärke ist, dass ich das abschließen kann und wieder neu starten mit einem neuen Rennen. Junge, Gross, Switzerland. She's coming now, maybe to a position within the first three. Julia Gross, the last meter now for the lead from Switzerland. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon richtig fassen kann. Es ist sehr unerwartet gekommen. Und natürlich mega schön, dass es jetzt wirklich einfach geklappt hat, gerade so einem von den ersten Anläufen. Also ich bin ja schon vor zwei Jahren WM gelaufen, aber noch nie an einer WM gewesen. Und ich bin mega stolz, dass es so gut gelaufen ist. Ja, Motivation sicher und auch ein bisschen Vertrauen mal. Ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin physisch parat. Aber es war sicher nicht so gewesen, dass ich irgendwie angefangen habe zu rechnen. 3x2 macht 6, jetzt muss ich Top 6 sein. Ich habe meine Ziele gleich behalten, wie ich es vor Anfang an hatte. Es ist überraschend gekommen, die Medaille. Es war sehr hart von Anfang an, viel Steigung bis in Burghügel. Ich hatte eigentlich immer alles unter Kontrolle. Ich hatte das Gefühl, ich bin gut unterwegs. Ausser eben physisch musste ich wirklich müssen leiden. Aber das ist, denke ich, eine gute Sache. Ja, natürlich, sehr zufrieden. Also, ich habe nie damit gerechnet, dass ich eine Medaille gewinnen konnte. Ich habe gewusst, ich bin gut drauf. Und, ja, die Vorbereitung hat gestimmt, auch die Testcamps waren gut. Ich war zu weh. Das hat mir Zuversicht gegeben. Und auch im Sprint ist schnell etwas passiert. Wir haben schnell Zeit verloren. Und heute ist mir ein paar bis zehn gut gelaufen. Ich hatte einen guten Fluss. Und ich mag mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwo eine grosse Zeit verloren habe. Und dass das eigentlich zur Medaille gelangt hat, ist, ja, das ist super. Quali-Sieg durfte ich vor zwei Jahren schon haben im Sprint. Und darum habe ich gewusst, was das bedeutet. Ich starte am Schluss. Also jetzt genau gleich wie vor zwei Jahren bin ich als drittletztes Rennen gegangen. Und wenn man dann so ein bisschen mitbekommt, gerade der Bruder da ist ins Ziel gekommen, das habe ich mitbekommen, er hat die Führung übernommen. Und ja, da ist dann, hat dann das Herz schon angefangen, schneller zu schlagen. Und ich war schon recht nervös vor dem Start. Aber ich wusste, ja, wenn am Schluss Start ist, eben, dann das zeigt auch, dass man etwas drauf hat. Und das hat mir dann auch den nötigen Schub gegeben. Ja, also ich mag mich nicht erinnern, dass ich im Sprint mal best Schweizer war. Ich hatte immer gute Resultate im Sprint an Weltcupläufen. Aber ich glaube, best Schweizer war ich nie. Gewesen. Und dass jetzt gerade der DM geklappt hat, ja, ist natürlich genial. Und ja, ein bisschen tut es auch weh, dass man den Bruder so knapp vom Podium stößt. Aber ja, ich glaube, er revanchiert sich irgendwann wieder mal.